Geralt und Ciri Saga. Staffel 1, Folge 1. Eine Frage des Preises. Was genau ist ein Hexer? Je nachdem, wen man fragt, erhält man darauf eine andere Antwort. Ein Zauberer wird seiner wissenschaftlichen Einstellung folgend erklären, dass Hexer Mutanten mit übermenschlichen Fähigkeiten sind, erschaffen, um eine ganz bestimmte Rolle zu erfüllen: Bestien für Geld zu töten. Adelige hingegen sehen in uns ein Werkzeug, das sie zur Lösung zahlreicher Probleme einsetzen können. Thronfolgedispute, persönlicher Schutz, Streit mit anderen Herrschern und andere schmutzige Aufgaben. Sollte jemand gar einen Druiden fragen, wird dieser brummeln, Hexer seien schlechter, bezahlt, um geistlos gefährdete Spezies zu vernichten. Sie nennen uns Mörder der Natur, Söldner, die achtlos die Umwelt zerstören und sich dafür fürstlich bezahlen lassen. Wesemir von Kaer Morhen. Das Gesetz der Überraschung ist ein besonderes magisches Phänomen. Meist betrifft es eine Person, das Überraschungskind, vom Schicksal auserwählt, geboren im Schatten der Vorherbestimmung. Es ist diese Vorherbestimmung, die das übernatürliche Band zwischen dem gezeichneten Kind und der Person knüpft, der es versprochen wurde, in der Regel schon vor seiner Geburt. Dazu kommt es in der Regel nur, wenn jemandem das Leben gerettet wurde. Der Gerettete muss seinem Wohltäter zunächst anbieten, was immer er will. Dabei reicht es schon aus, wenn er fragt, welche Belohnung der andere sich wünscht. Daraufhin erwidert der Helfer: Du wirst mir geben, was immer du bei deiner Rückkehr nach Hause Unerwartetes vorfindest. Laut anderen Geschichten gibt es auch den Spruch: Du wirst mir das Erste geben, was dich in deinem Heim begrüßt. In diesem Fall muss es sich aber nicht immer um ein Kind handeln. Es ist also eher ein allgemeines Beispiel für das Gesetz der Überraschung. Der Gerettete muss seine Zustimmung geben, aber damit ist dieses spezielle Band noch nicht vollends geknüpft. Erst wenn der Retter erscheint, um seinen Preis einzufordern, und das Kind oder eine andere versprochene Person dieses Recht anerkennt, ist das Gesetz der Überraschung erfüllt. Laut der alten Geschichten pochten auch schon viele Hexer auf das Gesetz der Überraschung, wenn sie einen Preis für ihre Dienste forderten. Gemeinhin wird geglaubt, dass ein solches Kind die Hexerprüfungen mühelos bestehen kann oder sie, wie in einer anderen Legende geschrieben steht, gar nicht erst ablegen muss. Der berühmte Geralt von Riva, auch bekannt als der Weiße Wolf, soll ebenfalls ein solches Überraschungskind sein. Eine Übersicht magischer Phänomene. Gemeinschaftliche Abhandlung. Thank you.
Der Hexer hatte ein Messer an der Kehle. Er lag im Seifenwasser, den Kopf nach hinten gelehnt, auf den glitschigen Rand des hölzernen Badezubers. Auf den Lippen spürte er den bitteren Geschmack von Seife. Das Messer, so stumpf, dass man darauf reiten konnte, schabte schmerzhaft über seinen Adamsapfel und näherte sich kratzend seinem Kinn. Mit dem Gesichtsausdruck eines Erzengels, der an der Schöpfung teilhat, kratzte der Barbier aus purer Manier ein weiteres Mal, worauf er ihm das Gesicht mit einem Stück Leinentuch abwischte, getränkt in etwas, was vielleicht Erzengelswurz war. Geralt stand auf, erlaubte dem Knecht, einen Bottich Wasser über ihm auszugießen, schüttelte sich, stieg aus dem Zuber und hinterließ auf dem Ziegelfußboden eine Spur nasser Füße. Der Knecht schielte neugierig auf sein Medaillon, das die Form eines zähnefletschenden Wolfskopfes hatte. Das Handtuch, Herr. Danke. Der Kastellan Haxo wies auf die für den Hexer bereitgelegte Kleidung. Hier ist das Gewand. Hemd, Unterhose, Hose, Wams. Und hier die Stiefel. Ihr habt an alles gedacht, Kastellan. Und in meinen eigenen Stiefeln könnte ich nicht gehen? Nein. Bier? Gern. Er nahm sich Zeit beim Anziehen. Die Berührung der fremden, unangenehm steifen Kleidung auf der aufgequollenen Haut verdarb ihm die gute Laune, die sich eingestellt hatte, während er sich im heißen Wasser räkelte. Kastellan? Ja, Herr Geralt? Wisst ihr nicht vielleicht, wozu das alles gut sein soll? Also, wozu werde ich hier gebraucht? Das geht mich nichts an. Ich habe euch anzukleiden... Umzukleiden, wolltet ihr sagen. Anzukleiden und zum Gastmahl zur Königin zu bringen. Zieht das Wams an, Herr Geralt, und verbergt euer Hexermedaillon darunter. Hier lag mein Stilett. Und jetzt liegt es woanders, an einem sicheren Ort, wie eure beiden Schwerter und eure ganze Habe. Wo ihr hingeht, geht man ohne Waffen hin. Der Hexer zuckte mit den Schultern, zog das enge, purpurrote Wams an und zeigte dann auf eine Stickerei vorn auf der Kleidung. Was ist das? Ach ja, beinahe hätte ich's vergessen. Während des Gastmahls heißt ihr der wohlgeborene Ravix von Vierhorn. Als Ehrengast werdet ihr zur Rechten der Königin sitzen. So wünscht sie es. Und das auf dem Wams ist euer Wappen. Ein schreitender schwarzer Bär auf goldenem Grund. Dahinter eine Jungfrau in blauem Mantel mit gelöstem Haar und erhobenen Händen. Ihr müsst euch das merken. Vielleicht hat einer von den Gästen an Heraldik einen Narren gefressen. Das kommt oft vor. Gut, ich merke es mir. Und Vierhorn, wo liegt das? Weit genug entfernt. Seid ihr bereit? Können wir gehen? Ja. Sagt mir noch, Herr Haxo, aus welchem Anlass findet dieses Gastmahl statt? Prinzessin Pavetta vollendet ihr 15. Jahr. Nach dem Brauche haben sich Bewerber um ihre Hand eingefunden. Königin Calante will sie jemandem von Skelly gegeben. Uns liegt viel an einer Verbindung mit den Inselleuten. Warum gerade mit ihnen? Diejenigen, die ihnen verbunden sind, überfallen sie nicht so oft wie die anderen. Das ist für wahr ein Grund. Aber nicht der einzige. In Sintra, Herr Geralt, lässt die Tradition nicht zu, dass eine verheiratete Frau regiert.
Unser König, Rögner, ist vor einiger Zeit an einem Pesthauch gestorben. Und die Königin will keinen anderen Mann. Unsere Herrin Calante ist weise und gerecht. Aber ein König ist eben ein König. Wer die Königin heiratet, besteigt den Thron. Es wäre gut, wenn sich ein tüchtiger Mann fände. Und solche findet man auf den Inseln. Das ist ein kerniges Volk. Gehen wir. Auf halbem Wege im Säulengang, der einen kleinen leeren Innenhof umschloss, blieb Geralt stehen und sah sich um. Castellan, wir sind allein. Sagt, wozu die Königin einen Hexer braucht. Ihr müsst etwas wissen. Wer, wenn nicht ihr? Dazu, wozu jedermann einen braucht. Zintra ist wie jedes andere Land genauso. Wir haben hier sowohl Werwölfe als auch Basilisken. Und auch ein Manticore findet sich, wenn man gründlich sucht. Da kann auch ein Hexer von Nutzen sein. Keine Ausflüchte, Castellan. Ich frage, wozu die Königin bei dem Gastmahl einen Hexer braucht. Noch dazu verkleidet als blauer Bär mit offenen Haaren. Es geht etwas Böses vor, Herr Geralt. Im Schloss, meine ich. Etwas spukt. Was? Was soll schon spuken? Ein Gespenst. Es heißt, es sei klein, bucklig, mit Stacheln wie ein Igel. Nachts streift es im Schloss umher, rasselt mit Ketten. Es ächzt und stöhnt in den Zimmern. Habt ihr es gesehen? Nein, ich will es auch nicht sehen. Ihr schwindelt, Castellan. Das passt nicht zusammen. Wir gehen zu einem Verlobungsschmaus. Und was soll ich da? Aufpassen, dass nicht etwas Buckliges unterm Tisch hervorspringt und zu stöhnen beginnt? Ohne Waffen? Angezogen wie ein Narr? Ach, Herr Haxo. Denkt doch, was ihr wollt. Es hieß, ich solle euch nichts sagen. Ihr habt mich gebeten, also hab ich's gesagt. Und ihr behauptet, ich schwindle. Seid sehr eigensinnig. Verzeiht. Ich wollte euch nicht kränken, Castellan. Ich habe mich nur gewundert... Dann hört jetzt auf, euch zu wundern. Ihr seid nicht zum Wundern hier. Und ich rate euch gut, Herr Hexer, wenn euch die Königin befiehlt, euch nackt auszuziehen, euch den Hintern blau anzumalen und euch im Flur kopfunter aufzuhängen wie ein Kronleuchter, dann tut es, ohne euch zu wundern oder zu zögern. Sonst können euch Unannehmlichkeiten widerfahren, die nicht von schlechten Eltern sind. Habt ihr verstanden? Verstanden. Gehen wir, Herr Haxo. Komme, was da wolle. Nach diesem Bad habe ich Hunger. Abgesehen von der banalen, förmlichen Begrüßung, bei der sie ihn als den Herrn auf Vierhorn ansprach, wechselte Königin Calante mit dem Hexer kein einziges Wort. Das Festmahl hatte noch nicht begonnen. Es trafen weiterhin Gäste ein, vom Herold laut angekündigt. Der Tisch war riesig, rechteckig. Er bot ungefähr 40 Leuten Platz. Am oberen Ende hatte Calante Platz genommen, auf einem Thron mit hoher Lehne. Zu ihrer Rechten saß Geralt, zur Linken ein grauhaariger Barde mit Laute namens Philodor. Weiter links
blieben zwei Plätze am oberen Ende der Tafel leer. Rechts von Geralt saßen an der Längsseite des Tisches der Kastellan Haxo und ein Heerführer mit schwer zu behaltendem Namen. Es folgten die Gäste aus dem Fürstentum Atre, der finstere und schweigsame Ritter Rheinfahn und sein Schutzbefohlener, der pausbäckige 12-jährige Prinz Windhalm, einer der Bewerber um die Hand der Prinzessin. Weiterhin bunt gekleidete Ritter von Cintra und Vasallen aus der Umgebung. Baron Aelenbert von Tick. Calante stieß Philodor an. Gockling. Es wird lustig. Der dürre und schnurrbärtige, üppig gekleidete Ritter verneigte sich tief. Doch seine lebhaften, lustigen Augen und das über beide Lippen huschende Lächeln passten nicht zu der untertänigen Geste. Seid uns gegrüßt, Herr Gockling. Ich bin erfreut über eure Ankunft. Die Königin begrüßte ihn zeremoniell. Offensichtlich war der Beiname dauerhafter mit dem Baron verwachsen als der Name seines Geschlechts. Und ich bin erfreut über die Einladung. Alsdann, ich will ein Auge auf die Prinzessin werfen, wenn du es erlaubst. Es lebt sich schwer allein, Frau Königin. Aber Herr Gockling, ihr seid doch verheiratet, wie uns wohl bekannt ist. Ach, du weißt selber, Herrin, dass meine Frau von schwächlicher und feiner Natur ist. Und jetzt wüten bei uns die Pocken. Ich wette mein Schwert mitsamt dem Gürtel gegen ein paar alte Bastschuhe, dass in einem Jahr sogar die Trauerzeit vorbei ist. Du bist arm dran, Gockling, aber gleichzeitig ein Glückspilz. Deine Frau ist in der Tat schwächlich. Ich habe gehört, dass sie dich zur letzten Erntezeit mit einem Mädchen im Heu erwischt hat. Und dann hat sie dich mit der Heugabel fast eine Meile weit gejagt, ohne dich zu erwischen. Du musst sie besser füttern und liebkosen und außerdem darauf achten, dass sie nachts keine kalten Schultern kriegt. Und in einem Jahr wirst du sehen, wie gut sie sich erholt hat. Die Anspielung habe ich verstanden. Aber beim Gastmahl darf ich bleiben? Es wird mir eine Freude sein, Baron. Die Gesandtschaft von Skellige. Die Inselleute, ihrer vier, traten mit barbarischen, dröhnenden Schritten ein. In glänzenden Lederwämsen, mit einem Pelzbesatz aus Seehundsfell und mit Schärpen von karierter Wolle. Angeführt wurden sie von einem sehnigen Krieger mit dunklem Gesicht und Adlernase. An seiner Seite ging ein breitschultriger junger Mann mit rotem Haarschopf. Alle verneigten sich vor der leicht erröteten Königin. Es ist mir eine große Ehre, in meinem Schloss abermals einen hervorragenden Ritter zu begrüßen, wie es heißt, Tyrsech von Skellige ist. Wenn es nicht allgemein bekannt wäre, dass dir die Ehe zuwider ist, würde ich mich in der Hoffnung wiegen, dass du vielleicht kommst, um meine paar Wetter anzuhalten. Bist du der Einsamkeit etwa doch überdrüssig geworden? Des Öfteren, schöne Calante, des Öfteren. Ich führe jedoch ein allzu unsicheres Leben, als dass ich an eine dauernde Verbindung denken dürfte. Sonst... Pavetta ist noch ein sehr junges Fräulein, eine noch nicht erblühte Knospe, doch... Was doch, Ritter? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Man braucht nur dich anzuschauen, Königin, um zu sehen, wie schön die Prinzessin sein wird, wenn sie das richtige Alter erreicht, um einen Krieger glücklich zu machen. Inzwischen aber müssen Jüngere um ihre Hand anhalten. Solche wie der Neffe unseres Königs Bran, Graf Ancret, der hier zu eben diesem Zweck vor dir steht. Krach senkte den roten Schopf und beugte ein Knie vor der Königin.
Wen hast du noch mitgebracht, Aist? Ein älterer, großer, dürrer Mann mit langem, schwarzen, bis zum Brustbein gewachsenen Bart, der von einigen grauen Strähnen durchzogen war, und ein langer Lulatsch mit einem Dudelsack über der Schulter knieten neben Krach an Kraid nieder. Dies ist der tapfere Druide Moissac, wie ich ein Freund und Ratgeber König Brans. Und das ist Drake Bondu, unser berühmter Skalder. 30 Seeleute von Skellige warten draußen auf uns, von heißer Hoffnung erfüllt, dass sich die schöne Kalante ihnen wenigstens am Fenster zeigt. Setzt euch, edle Gäste. Du, Herr Thürsech, hierher. Aist nahm den freien Platz am oberen Ende des Tisches ein, der von der Königin nur durch den freien Sessel und den Platz Philodors getrennt war. Die übrigen Inselleute setzten sich zusammen auf die linke Seite, zwischen dem Hofmarschall Wissegerd und den drei Söhnen des Herrschers von Strept, die Murmling, Hekel und Lehnhuk genannt wurden. Die Königin neigte sich zur Seite des Hofmarschalls hin. Das sind so ziemlich alle. Fangen wir an, Wissegerd. Der Hofmarschall klatschte in die Hände. Die Diener, die Schüsseln und Krüge trugen, bewegten sich in langer Reihe auf den Tisch zu, von freudigem Gemurmel der Gäste begrüßt. Kalante aß fast nichts, stieß widerwillig die silberne Gabel in die servierten Stücke Fleisch. Philodor, der zwischendurch hastig ein paar Brocken herunterschlang, klimperte weiter auf der Laute. Die übrigen Gäste räumten dagegen unter gebratenen Ferkeln, Geflügel, Fischen und Muscheln auf. Allen voran der rothaarige Krach an Kraid. Reinfahren von Atre rügte immer wieder streng den jungen Prinzen Windhalm. Einmal schlug er ihm sogar auf die Finger, als jener versuchte, nach einer Schüssel mit Äpfeln zu langen. Gogokling hörte für einen Augenblick auf, einen Knochen abzunagen, und erfreute seine Nachbarn mit der Nachahmung eines Pfiffes der Sumpfschildkröte. Man wurde immer fröhlicher. Die ersten Trinksprüche wurden ausgebracht, immer weniger zusammenhängend. Kalante rückte den schmalen Goldreif auf dem aschblonden, zu Locken frisierten Haar zurecht und wandte sich halb Geralt zu, der damit beschäftigt war, die Schale einer großen roten Languste zu knacken. Nun, Hexer, ringsum ist es schon laut genug, dass wir ein paar diskrete Worte wechseln können. Fangen wir mit Höflichkeiten an. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Die Freude ist beiderseits, Majestät. Nach den Höflichkeiten das Konkrete. Ich habe für dich eine Arbeit. Das dachte ich mir. Es kommt selten vor, dass mich jemand aus purer Zuneigung zu einem Festmahl einlädt. Tja, sicherlich bist du kein interessanter Tischgenosse. Gibt es noch etwas, das du dir denkst? Ja. Was ist es? Das sage ich euch, wenn ich erfahre, welche Aufgabe ihr für mich habt, Majestät. Kalante berührte mit den Fingern das Halsband aus Smaragden, deren kleinster die Größe eines Maikäfers hatte. Geralt, was glaubst du, welche Aufgabe es für einen Hexer geben kann? Was? Einen Brunnen graben? Das Dach flicken? Einen Gobelin knüpfen, der alle Stellungen abbildet, die König Vridank und die schöne Vero in der Hochzeitsnacht ausprobiert haben? Du weißt wohl selbst am besten, worin dein Beruf besteht. Ja, das weiß ich. Und jetzt kann ich sagen, was ich mir gedacht habe, Majestät. Ich bin gespannt. Ich habe mir gedacht, dass ihr, wie auch sonst so viele, meinen Beruf mit einem ganz anderen Gewerbe verwechselt. Och,
Und wer, Geralt, sind jene anderen, derer es so viele gibt und mit denen du mich im Hinblick auf Unwissenheit zu vergleichen berufst? Und mit welchem Gewerbe verwechseln diese Dummköpfe deinen Beruf? Majestät, auf dem Wege nach Zintra habe ich Bauern, Kaufleute, hausierende Zwerge, Kesselflicker und Holzfäller getroffen. Sie haben mir von einer Jager erzählt, die irgendwo in den hiesigen Wäldern ihren Schlupfwinkel hat. Ein Häuschen auf einem klauenbewehrten Hühnerdreibein. Sie haben eine Gräule erwähnt, die sich in den Bergen eingenistet hat. Ein Sägmaul oder Skolopen Dromorpha. Auch ein Manticore findet sich wohl, wenn man gründlich sucht. So viele Aufgaben, die ein Hexer erledigen könnte, ohne dass er sich dazu mit fremden Federn und Wappen schmücken müsste. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Majestät, ich zweifle nicht daran, dass die Verbindung mit Skellige, die durch die Verheiratung eurer Tochter geknüpft wird, für Zintra notwendig ist. Es kann auch sein, dass die Intriganten, die das verhindern wollen, eine Lehre verdient haben. Und das auf eine Weise, dass die Herrscherin nicht darin verwickelt ist. Sicherlich wäre es am besten, wenn ihnen diese Lehre ein niemandem bekannter Herr aus Vierhorn erteilte, der gleich danach von der Bildfläche verschwindet. Und jetzt antworte ich auf eure Frage. Ihr verwechselt meinen Beruf mit dem Gewerbe eines gedungenen Mörders. Jene anderen, derer es so viele gibt, das sind die, die Macht haben. Ich werde nicht zum ersten Mal an einen Hof gerufen, wo die Probleme des Herrschers einen raschen Schwertstreich erfordern. Aber ich habe niemals Menschen um Geld getötet. Egal ob in einer guten oder schlechten Sache. Und ich werde es niemals tun. Die Stimmung am Tisch wurde in dem Maße lebhafter, wie das Bier abnahm. Der rothaarige Krach Ankret hatte dankbare Zuhörer für einen Bericht über die Schlacht bei Twit gefunden. Er hatte mit Hilfe eines in Soße getauchten Knochens mit Fleisch eine Karte auf den Tisch gezeichnet und trug lautredend die taktische Ausgangsstellung ein. Gokokling wurde seinem Spitznamen gerecht und gackerte plötzlich wie eine waschechte Glucke, womit er unter den Gästen allgemeine Heiterkeit auslöste, aber Verwirrung unter der Dienerschaft, die meinte, irgendwie sei ihrer Wachsamkeit zum Hohne ein Vogel aus dem Stall in den Saal entwichen. Galante lächelte, doch ihre zusammengekniffenen Augen blickten böse. Das Schicksal hat mich also mit einem allzu scharfsichtigen Hexer gestraft. Einem Hexer, der ohne eine Spur von Achtung oder auch nur gewöhnlicher Höflichkeit meine Intrigen und nichtswürdigen verbrecherischen Pläne entlarvt. Bist du nicht vielleicht von meiner Schönheit und einnehmenden Persönlichkeit derart fasziniert, dass sich dir der Verstand verwirrt hat? Tu das nie wieder, Geralt. Sprich nie wieder so von denen, die Macht haben. Manch einer wird sich deine Worte merken. Und du kennst die Könige. Du weißt, dass sie über verschiedene Mittel verfügen. Ein Stilett, Gift, das Verlies, glühende Zangen. Es gibt Hunderte, Tausende von Mitteln, zu denen Könige greifen, um ihren verletzten Stolz zu rächen. Du wirst es nicht glauben, wie leicht der Stolz mancher Herrscher zu verletzen ist. Es kommt selten vor, dass einer von ihnen Worte wie »Nein, ich werde nicht« oder »Niemals« ruhig erträgt. Mehr noch, es reicht so einem ins Wort zu fallen oder unangebrachte Bemerkungen einzuwerfen und schon ist einem das Rad sicher. Die Königin faltete die weißen, schlanken Hände und stützte das Kinn leicht darauf. Könige unterteilen die Menschen in zwei Kategorien. Den einen befehlen sie und den anderen kaufen sie. Sie huldigen also der alten und banalen Wahrheit, dass man jeden kaufen kann. Jeden. Es ist nur eine Frage des Preises. Stimmst du dem zu? Ach, ich brauche nicht zu fragen.
Du bist ja ein Hexer. Tust deine Arbeit und nimmst den Lohn. In Bezug auf dich verliert das Wort kaufen seinen hässlichen Beiklang. Die Frage des Preises ist in deinem Fall auch offensichtlich. Er hängt mit der Schwierigkeit der Aufgabe, der Qualität der Ausführung, der Meisterschaft zusammen. Auch mit deinem Ruhm, Geralt. Die Bettler auf den Jahrmärkten singen ein Lied von den Taten des weißhaarigen Hexers aus Riva, der Hauptstadt Riviens. Wenn auch nur die Hälfte davon wahr ist, dann kann ich annehmen, dass der Preis für deine Dienste nicht gering ist. Dich für so einfache und banale Dinge anzustellen, wie Palastintrigen oder Mordanschläge, wäre Geldverschwendung. Das kann man durch andere, billigere Hände erledigen. Brak! Brak! Gockling bekam einen donnernden Applaus für die Nachahmung eines weiteren Tieres. Geralt wusste nicht welches, doch er wollte so einem nie begegnen. Er wandte den Kopf und nahm den ruhigen, giftgrünen Blick der Königin wahr. Ach Geralt, ich rede, du aber schweigst. Wir sind auf einem Gastmahl. Wir wollen uns alle gut unterhalten. Unterhalte mich. Ich fange an, deine zweckdienlichen Bemerkungen und scharfsinnigen Kommentare zu vermissen. Gut machen würde sich auch das eine oder andere Kompliment, eine Huldigung oder auch eine Versicherung deines Gehorsams. In beliebiger Reihenfolge. Tja, zweifellos bin ich kein interessanter Tischgenosse. Ich kann mich nicht genug wundern, dass ihr ausgerechnet mir die Ehre gebt, diesen Platz einzunehmen. Ihr hättet ihn ja jemand weitaus geeigneterem zuweisen können. Jedem, den ihr wolltet. Es hätte genügt, jemandem den Befehl zu erteilen oder jemanden zu kaufen. Es ist nur eine Frage des Preises. Sprich, sprich. Ich bin also hochgeehrt und stolz, dass ich es bin, der neben der Königin von Cintra sitzt, deren Schönheit nur von ihrer Weisheit übertroffen wird. Für eine ebenso große Ehre halte ich es, dass die Königin von mir gehört zu haben beliebt und dass sie aufgrund dessen, was sie gehört hat, sich meiner nicht banalen Sachen bedienen will. Vorigen Winter hat der weniger gnädige Fürst Horobarik versucht, mich für die Suche nach einem hübschen Mädchen anzustellen, das seine ordinäre Buhlerei satt hatte und von einem Ball floh, wobei es seinen Schuh verlor. Es fiel mir schwer, ihn zu überzeugen, dass es dazu einen großen Jäger braucht und keinen Hexer. Auch andere Herrscher, die euch, Frau Calante, an Weisheit nachstehen, sind nicht davor zurückgeschreckt, mir banale Aufgaben anzutragen. Größtenteils ging es ihnen um die banale Beseitigung eines Stiefsohns, eines Stiefvaters, einer Stiefmutter, eines Onkels, einer Tante. Es ist schwer, alles aufzuzählen. Sie waren der Ansicht, es sei nur eine Frage des Preises. Ich wiederhole also, dass ich mich vor Stolz nicht zu halten weiß, neben euch sitzen zu dürfen, Herrin. Denn der Stolz bedeutet uns Hexern viel. Ihr werdet nicht glauben, Majestät, wie viel. Ein gewisser Herrscher hat einmal den Stolz eines Hexers verletzt, indem er ihm eine Arbeit anbot, ohne mit seiner Ehre und der Regel der Hexer zu rechnen. Mehr noch, er nahm die höfliche Absage nicht zur Kenntnis, wollte den Hexer festnehmen, ehe der sein Kastell verließ. Alle, die später dieses Ereignis kommentiert haben, stimmen darin überein, dass das nicht der beste Einfall jenes Herrschers war. Geralt, du hast dich geirrt. Du bist ein sehr interessanter Tischgenosse. Gockling wischte den Bierschaum vom Schnurrbart und von der Jacke, warf den Kopf zurück und heulte durchdringend auf.
sehr gelungene Nachahmung einer läufigen Wölfin. Die Hunde vom Hof und in der ganzen Umgebung fielen ein. Einer der Brüder aus Trept, wohl Lenhook, hatte den Finger ins Bier getaucht und zog einen dicken Strich um die von Krach an Kret gezeichneten Formationen. Falsch und unfähig! Ihr hättet es anders machen müssen. Hier, auf den Flügel hätte die Reiterei geschickt werden müssen, dass sie von der Flanke her zuschlägt. Ha! Und das Zentrum schwächen? Die Schlüsselstellung? Unsinn! Nur ein Blinder oder Geisteskranker nutzt in einer solchen Lage nicht die Möglichkeit eines Manövers. Jawohl, richtig! Schrie Windhalm von Atrel. Wer hat denn dich gefragt, Hosenscheißer? Selber Hosenscheißer! Halt den Schnabel, sonst kriegst du eins mit diesem Knochen! Setz dich auf den Arsch und sei still, Krach! Schluss mit dem Zank! Hey, Herr Philodor! Es ist schade um euer Talent. Fürwahr, man braucht mehr Konzentration und Aufmerksamkeit, um eurem schönen, doch leisen Spiel zu lauschen. Drakebondu, hör auf zu fressen und zu saufen. Mit dem einen wie dem anderen beeindruckst du hier keinen am Tisch. Nimm lieber deine Pfeifen und erfreue unsere Ohren mit anständiger Kampfmusik. Mit deiner Erlaubnis, edle Kalante. Oh Himmel. Die Königin hob für einen Moment den Blick in stummer Resignation zum Himmel, doch sie gab mit einem Kopfnicken die Erlaubnis und lächelte ganz natürlich und wohlwollend. Drakebondu, spiel uns das Lied von der Schlacht bei Chosebus. Die lässt wenigstens keinen Zweifel über die taktischen Züge der Heerführer offen, auch nicht darüber, wer sich dort mit unsterblichem Ruhm bedeckt hat. Auf das Wohl der heldenhaften Kalante von Zintra. Zum Wohl! Vivat! Chosebus. Meine erste Schlacht. Obwohl ich fürchte, den Widerwillen und Abscheu des stolzen Hexers zu erregen, will ich dir gestehen, dass wir damals um Geld gekämpft haben. Denn der Feind brannte ja die Dörfer nieder, die uns Abgaben zahlten. Und statt es ihm zu erlauben, zogen wir unersättlich und gierig zu Felde. Ein banaler Anlass. Eine banale Schlacht. Banale 3000 Leichen. Von den Raben zerrissen. Und sieh nur. Statt mich zu schämen, sitze ich hier stolz wie ein Pfau, dass ein Lied über mich gesungen wird. Und sei es zu so einer grauenhaften barbarischen Musik. Fahren wir fort. Wie gesagt, du hast mein Interesse geweckt. Man hat mir gesagt, ihr Hexer seid eine merkwürdige Kaste. Ich habe es nicht recht geglaubt. Jetzt glaube ich es. Wenn man gegen euch schlägt, gebt ihr einen Ton, der bezeugt, dass ihr aus Stahl geschmiedet seid und nicht aus Vogeldreck geknetet. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du hier bist, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und du wirst sie ohne Wenn und Aber erfüllen. Ich dachte, dass du etwas sagen würdest. Oder dass du lächelst. Nein? Umso besser. Kann ich unsere Abmachung als geschlossen betrachten? Unklare Aufgaben kann man nicht klar ausführen, Majestät. Was ist da unklar? Du hast dir doch gleich alles gedacht. In der Tat, ich habe Pläne in Bezug auf eine Verbindung mit Skellige und die Ehe meiner Tochter Pavetta. In der Annahme, dass diese Pläne gefährdet sind, hast du dich auch nicht geirrt. Selbst darin nicht, dass ich dich brauche, um diese Gefahr auszuschalten. Doch damit war dein Scharfsinn am Ende. Die Unterstellung, dass ich deinen Beruf mit dem Gewerbe eines gedungenen Mörders verwechsle, hat mich sehr getroffen. Nimm zur Kenntnis, Geralt, dass ich zu den wenigen Herrschern gehöre, die genau wissen, womit sich Hexer befassen und wozu man sie anstellen muss.
Wenn andererseits jemand wie du Menschen ebenso geschickt umbringt, wenn auch nicht für Geld, dann darf er sich nicht wundern, dass ihm viele auch das als Beruf zuschreiben. Dein Ruhm eilt dir voraus, Geralt. Er ist lauter als Drake Bondus verdammter Dudelsack. Und es gibt darin ebenso wenig angenehme Noten. Aist Tyrsech lehnte sich weit über den Tisch. Königin, es gibt gewiss triftige Gründe, dass du dich die ganze Zeit dem Herrn Vierhorn widmest. Doch es ist höchste Zeit, dass wir Prinzessin Pavetta zu Gesicht bekommen. Worauf warten wir? Doch wohl nicht darauf, dass sich Krachan Kraid völlig betrinkt. Und dieser Augenblick ist nah. Du hast recht. Wie üblich, Aist. In der Tat, ich habe mit dem wohlgeborenen Herrn Ravix ungewöhnlich wichtige Dinge zu besprechen. Keine Angst. Ich werde auch dir Zeit widmen. Doch du kennst mein Prinzip. Erst die Pflicht, dann das Vergnügen. Herr Haxo? Calante hob die Hand, winkte den Kastellan. Haxo erhob sich wortlos, verneigte sich, lief über die Treppe und verschwand auf der dunklen Galerie. Die Königin wandte sich wieder dem Hexer zu. Hast du gehört? Wir verhandeln zu lange. Wenn Pavetta inzwischen fertig ist, sich vor dem Spiegel zu putzen, dann wird sie gleich hier sein. Spitz also die Ohren, denn zweimal sage ich es nicht. Ich will erreichen, was ich mir vorgenommen habe und was du einigermaßen richtig erraten hast. Andere Lösungen kommen nicht in Frage. Was dich betrifft, so hast du die Wahl. Du kannst durch meinen Befehl zum Handeln gezwungen werden. Über die Folgen von Ungehorsam will ich mich nicht auslassen. Gehorsam, versteht sich, wird gebührend belohnt. Oder du kannst mir einen Dienst gegen Bezahlung erweisen. Wohlgemerkt, ich habe nicht gesagt, dass ich dich kaufen kann, denn ich habe beschlossen, deinen Stolz als Hexer nicht zu verletzen. Nicht wahr? Das ist doch ein großer Unterschied. Die Größe des Unterschieds ist mir wohl entgangen. Dann pass besser auf, wenn ich mit dir spreche. Der Unterschied, mein Lieber, besteht darin, dass man jemanden, den man kauft, nach eigenem Ermessen bezahlt. Wer jedoch einen Dienst erweist, bestimmt selbst den Preis dafür. Klar? Einigermaßen. Nehmen wir also an, dass ich die Form eines bezahlten Dienstes wähle. Aber ich muss doch wohl wissen, worin dieser Dienst bestehen soll. Nein, musst du nicht. Ein Befehl muss schon konkret und eindeutig sein. Etwas anderes ist es bei einem Dienst gegen Bezahlung. Ich bin an der Wirkung interessiert, an weiter nichts. Es ist deine Sache, mit welchen Mitteln du sie mir garantierst. Als Geralt den Kopf hob, traf er auf den schwarzen, durchdringenden Blick Moissachs. Ohne das Auge von dem Hexer zu wenden, zerbröckelte der Druide von Skellige, scheinbar gedankenverloren, ein Stück Brot in der Hand, ließ die Krümel fallen. Geralt schaute nach unten. Vor ihm, auf der eichenen Tischplatte, bewegten sich Brotkrümel, Grieskörner und rötliche Splitter der Krebsschale, schnell wie Ameisen. Sie formten Runen. Die Runen vereinigten sich, nur für einen Augenblick, zu einem Wort, einer Frage. Moissach wartete, ohne den Blick von ihm zu wenden. Fast unmerklich nickte Geralt. Der Druide senkte die Lider, wischte mit steinernem Gesicht die Krümel vom Tisch.
Ihr edlen Herren, Pavetta von Zintra. Die Gäste verstummten und drehten die Köpfe zur Treppe. Hinter dem Kastellan und einem blonden Pagen in scharlachrotem Wams kam die Prinzessin langsam mit gesenktem Kopf herab. Ihre Haare hatten dieselbe Farbe wie die ihrer Mutter. Aschblond. Doch sie trug sie zu zwei dicken Zöpfen geflochten, die bis unter den Gürtel reichten. Außer einem kleinen Diadem mit einer kunstvoll geschnittenen Gemme und einem Gürtel aus winzigen goldenen Kettengliedern, der das lange blausilberne Kleid über den Hüften raffte, trug Pavetta keinerlei Schmuck. Von dem Pagen, dem Herold, dem Kastellan und Wissegerd geleitet, nahm die Prinzessin den freien Platz zwischen Philodor und Aist Tyrsech ein. Der ritterliche Herr von den Inseln kümmerte sich sogleich um ihren Pokal und unterhielt sie mit Plauderei. Geralt stellte nicht fest, dass sie mit mehr als einem Worte antwortete. Die Augen hielt sie ständig gesenkt, unter den langen Wimpern verborgen. Die ganze Zeit, selbst während der lärmenden Trinksprüche, die von verschiedenen Stellen des Tisches auf sie einprasselten. Zweifellos machte ihre Schönheit Eindruck auf die Gäste. Krach an Kret hörte auf, laut zu reden, starrte Pavetta schweigend an und vergaß sogar den Bierhumpen. Windheim von Atre verschlang die Prinzessin ebenfalls mit den Augen und nahm verschiedene Tönungen von Röte an, als würden ihn nur noch ein paar Körnchen in der Sanduhr vom Brautlager trennen. Mit verdächtiger Konzentration studierten auch Gogokling und die Brüder aus Drept die fein geschnittenen Züge des Mädchens. Talante war aufs Sichtlichste von der Wirkung erfreut. Aha. Und was sagst du, Geralt? Das Mädchen kommt nach der Mutter, ohne falsche Bescheidenheit. Sie ist mir ein wenig zu schade für diesen rothaarigen Klotz Krach. Meine ganze Hoffnung ist, dass aus dem Burschen noch einmal etwas von der Klasse Aist Tyrsechs wird. Es ist ja dasselbe Blut. Hörst du, Geralt? Zintra muss sich mit Skellige verbinden, denn das Wohl des Staates erfordert es. Meine Tochter muss sich mit der entsprechenden Person verloben, denn sie ist meine Tochter. Eben das ist die Wirkung, die du mir garantieren musst. Ich soll das garantieren? Genügt denn, damit es so geschieht, nicht euer Wille, Majestät? Die Dinge können sich so entwickeln, dass er nicht genügt. Was kann stärker sein als euer Wille? Die Vorsehung. Aha. Und ich, ein armer Hexer, soll einer Vorsehung die Stirn bieten, die stärker als der Wille der Königin ist. Ein Hexer, der mit der Vorsehung kämpft. Welch eine Ironie. Worin liegt da die Ironie? Genug davon. Majestät, es sieht so aus, dass der Dienst, den ihr verlangt, ans Unmögliche grenzt. Würde er ans Mögliche grenzen, würde ich selbst damit fertig und bräuchte nicht den berühmten Geralt von Riva. Hör auf, Sprüche zu klopfen. Es lässt sich alles regeln. Das ist nur eine Frage des Preises. Verdammt! In deiner Hexerpreisliste muss ein Preis für etwas stehen, was ans Unmögliche grenzt. Kein kleiner vermutlich. Du garantierst mir die Wirkung, von der ich sprach, und ich gebe dir, was du verlangst. Was sagt ihr, Majestät? Ich gebe, was du verlangst. Ich mag es nicht, wenn ich etwas wiederholen muss. Ich frage mich, Hexer, ob du vor jedem Auftrag, mit dem du dich befasst, den Auftraggeber ebenso zu verprellen versuchst wie mich. Die Zeit verrinnt.
Antworte. Ja oder nein? Ja. Besser. Besser, Geralt. Deine Antworten kommen dem Ideal schon viel näher. Sie ähneln immer mehr dem, was ich erwarte, wenn ich Fragen stelle. Und jetzt streck unauffällig den linken Arm aus und taste die Lehne meines Throns ab. Geralt steckte die Hand unter den blau-goldenen Bezug. Fast sofort traf er auf ein Schwert, das flach an der mit Saffianleder gepolsterten Lehne befestigt war. Eines der beiden ihm wohlbekannten Schwerter. Majestät, abgesehen von dem, was ich vorhin über die Tötung von Menschen gesagt habe, ist euch doch offensichtlich klar, dass gegen die Vorsehung kein Schwert ausreicht. Es ist mir klar. Es braucht noch einen Hexer, der das Heft hält. Wie du siehst, habe ich dafür gesorgt. Majestät... Kein Wort mehr, Geralt. Wir wispern schon zu lange. Man schaut auf uns. Und Eis wird allmählich böse. Unterhalte dich eine Weile mit dem Kastellan. Iss etwas. Trink. Nur nicht zu viel. Ich will, dass deine Hand sicher ist. Er gehorchte. Die Königin schaltete sich in das Gespräch ein, das Eist, Wissegerd und Moissac unter schweigsamer und schläfriger Beteiligung Pavettas führten. Philodor hatte die Laute weggelegt und holte seinen Rückstand beim Essen auf. Taxo war nicht zu Gesprächen aufgelegt. Der Heerführer mit dem schwer zu behaltenden Namen, dem offensichtlich irgendwo die Angelegenheiten und Probleme Vierhorns zu Ohren gekommen waren, fragte höflich, ob die Stuten gut fohlten. Geralt antwortete, ja, viel besser als die Hengste. Er war sich nicht sicher, ob der Scherz gut aufgenommen wurde. Der Heerführer stellte weiter keine Fragen. Die Augen Moissacs suchten noch immer den Kontakt mit denen des Hexers. Doch die Krümel auf dem Tisch bewegten sich nicht mehr. Krach Ancret freundete sich immer mehr mit zweien von den Brüdern aus Grebt an. Der dritte, jüngste, war schon nicht mehr bei dem Versuch zu gebrauchen, mit dem Tempo Schritt zu halten, das Drake von Du beim Trinken vorlegte. Der Skalde schien aus dieser Probe hervorzugehen, ohne im geringsten zu schwanken. Die am unteren Ende des Tisches versammelten jüngeren und weniger wichtigen Grafen waren in Stimmung gekommen und stimmten in falschen Tönen das Liedchen vom gehörnten Böckchen und der rachsüchtigen, humorlosen Großmutter an. Ein kraushaariger Diener und der Hauptmann der Wache in den blau-goldenen Farben Zintras kamen zu Wissegerd gelaufen. Mit gerunzelter Stirn hörte der Hofmarschall die Meldung, stand auf, stellte sich hinter den Thron und murmelte tief herabgebeugt der Königin etwas zu. Calante warf Geralt einen raschen Blick zu, antwortete kurz. Mit einem einzigen Wort. Wissegerd beugte sich noch tiefer, begann zu flüstern. Die Königin blickte ihn scharf an, schlug wortlos mit der Hand gegen die Lehne des Throns. Der Hofmarschall verbeugte sich und gab einen Befehl an den Hauptmann der Wache weiter. Geralt hörte nicht, was es für ein Befehl war. Er bemerkte jedoch, wie sich Moissac unruhig bewegte und Pavetta ansah. Die Prinzessin saß reglos da, den Kopf gesenkt. Im Vorsaal erklangen schwere, metallisch klirrende Schritte.
Alle hoben und wandten die Köpfe. Die näherkommende Gestalt war in eine Rüstung gekleidet, die aus Eisenplatten und mit Wachs behandeltem Leder bestand. Der gewölbte, kantige, schwarz und blau emaillierte Brustpanzer ging in einen Schurz aus einzelnen Streifen und kurze Beinschienen über. Die Panzerung der Schultern starrte vor scharfen, stählernen Dornen. Auch der Helm mit dem dicht gegitterten Visier, in Form einer Hundeschnauze vorgezogen, war mit Stacheln wie eine Kastanienschale besetzt. Der sonderbare Gast näherte sich dem Tisch, blieb reglos dem Thron gegenüber stehen. Ohne das Helmvisier zu öffnen, verbeugte sich der Ankömmling steif. Hohe Frau Königin, ihr edlen Herren, verzeiht, dass ich das Festmahl störe. Ich bin Igel von Erlenwald. Sei gegrüßt, Igel von Erlenwald, und nimm bei Tisch Platz. In Sintra freuen wir uns über jeden Gast. Danke, Königin. Ich komme jedoch nicht als Gast nach Sintra, sondern in einer wichtigen Angelegenheit, die keinen Aufschub duldet. Wenn es Königin Kalante erlaubt, werde ich meine Sache sogleich vortragen, ohne eure Zeit zu verschwenden. Igel von Erlenwald, die lobenswerte Sorge um unsere Zeit rechtfertigt nicht den Mangel an Ehrerbietung. Daran aber mangelt es, wenn du durch ein Eisengitter zu mir sprichst. Nimm also den Helm ab. Den Zeitverlust, der dadurch entsteht, werden wir gewiss ertragen. Mein Gesicht, Königin, muss vorerst verborgen bleiben. Mit deiner Erlaubnis. Mit gesenktem Kopf bewegte Moissac lautlos die Lippen. Der Hexer spürte, wie der Zauberspruch für einen Augenblick die Luft elektrisierte, sein Medaillon in Bewegung brachte. Kalante schaute Igel aus zusammengekniffenen Augen an und trommelte mit den Fingern auf die Armlehne des Throns. Ich erlaube es. Ich will annehmen, dass der Grund dafür gewichtig genug ist. Sprich also, was dich herführt, Igel ohne Gesicht. Ich danke für die Erlaubnis. Um jedoch dem Urteil, es mangle mir an Ehrerbietung, zu begegnen, erkläre ich, dass es sich um ein ritterliches Gelübde handelt. Es ist mir nicht erlaubt, das Gesicht vor Mitternacht zu entblößen. Mit einer achtlosen Handbewegung gab die Königin zu verstehen, dass sie die Erklärung akzeptierte. Vor 15 Jahren hatte sich dein Gemahl, Frau Kalante, der König Rögener, auf der Jagd in Erlenwald verirrt. Auf der vergeblichen Suche nach dem Weg fiel er vom Pferd in eine Schlucht und brach sich ein Bein. Er lag am Grunde und rief um Hilfe, doch ihm antworteten nur das Zischen der Schlangen und das Geheul der näherkommenden Werwölfe. Er wäre unweigerlich umgekommen, hätte er nicht Hilfe erhalten. Ich weiß, dass es so war. Und wenn du es auch weißt, kann ich mir denken, dass du es warst, der ihm half. Ja, nur dank meiner Hilfe ist er heil und gesund ins Schloss zurückgekehrt. Zu dir, Herrin. Ich schulde dir also Dank, Igel von Erlenwald. Dieser Dank wird nicht dadurch geschmälert, dass Rögener, der Gebieter meines Herzens und Lagers, schon nicht mehr in dieser Welt weilt. Ich würde gern fragen, wie ich dir meine Dankbarkeit erweisen kann. Ich fürchte jedoch, dass einen edlen Ritter, der ritterliche Gelübde ablegt und in allen Dingen dem ritterlichen Gesetz folgt, solch eine Frage kränken kann. Denn sie würde ja unterstellen, dass die Hilfe, die du dem König geleistet hast, nicht uneigennützig war. Du weißt sehr wohl, Königin, dass sie es nicht war. Du weißt auch, dass ich gekommen bin, um die Belohnung in Empfang zu nehmen, die mir der König für die Lebensrettung versprochen hat. Ach so? Du hast also den König am Grunde der Schlucht gefunden
wehrlos, verwundet, Schlangen und Ungeheuern zum Fraß ausgeliefert. Und erst nachdem er dir eine Belohnung versprach, bist du ihm zu Hilfe geeilt? Und hätte er dir keine Belohnung versprechen können oder wollen, hättest du ihn dort gelassen? Und ich wüsste bis heute nicht, wo seine Gebeine liegen? Ach, wie edel! Zweifellos wurde dein Verhalten seinerzeit von einem ganz besonderen ritterlichen Gelübde geleitet. Und heute kommst du, um deine Belohnung zu empfangen, Igel? Nach 15 Jahren? Du rechnest sicherlich mit den Zinsen der Summe, die sich seither angesammelt haben. Hier ist keine Zwergenbank, Igel. Du sagst, Rögener hätte dir eine Belohnung versprochen? Tja, es wird schwer sein, ihn zu holen, damit er es bezeugt. Es wird wohl einfacher sein, dich zu ihm ins Jenseits zu schicken. Dort könnt ihr euch einigen, wer wem was schuldet. Ich habe meinen Gatten zu sehr geliebt, Igel, als dass ich den Gedanken verdrängen könnte, ich hätte ihn womöglich schon damals verloren. Vor 15 Jahren. Wenn er sich nicht auf den Handel mit dir eingelassen hätte. Der Gedanke daran erweckt in mir keine allzu freundlichen Gefühle für deine Person. Weißt du, maskierter Fremder, dass du gegenwärtig hier in Sintra, in meinem Schloss und in meiner Gewalt ebenso hilflos und dem Tode nahe bist wie damals Rögener am Grunde der Schlucht? Was wirst du mir anbieten? Welchen Preis? Welche Belohnung, wenn ich dir verspreche, dass du mit dem Leben davonkommst? Das Medaillon an Geralds Hals zuckte, vibrierte. Der Hexer warf einen raschen Blick auf Moissac, den dieser durchdringend, sichtlich beunruhigt erwiderte. Er wandte leicht den Kopf, hob fragend eine Braue. Der Druide verneinte ebenso, wies mit einer kaum merklichen Bewegung des langen Bartes auf Igel. Geralt war sich nicht sicher. Deine Worte, Königin, zielen darauf ab, mich einzuschüchtern und den Zorn der hier versammelten edlen Herren zu wecken, die Abscheu deiner schönen Tochter Pavetta. Und vor allem sind deine Worte nicht wahr, und du weißt das sehr wohl. Mit anderen Worten, ich lüge wie gedruckt. Du weißt sehr wohl, Königin, was damals in Erlenwald geschehen ist. Du weißt, dass Rögener nach seiner Rettung selbst aus eigenem Willen geschworen hat, mir zu geben, was immer ich verlange. Ich rufe alle zu Zeugen für das auf, was ich jetzt sagen werde. Als der König, von dem Missgeschick errettet, von mir in die Nähe seines Gefolges geleitet worden war, und zum zweiten Mal fragte, was ich verlangte, antwortete ich ihm. Ich bat, er möge mir das versprechen, was er daheim zurückgelassen hatte, ohne davon zu wissen und ohne es zu erwarten. Und der König schwor, so solle es geschehen. Und bei der Rückkehr ins Schloss fand er dich, Kalante, im Kindbett vor. Ja, Königin, ich habe diese 15 Jahre gewartet und die Zinsen meiner Belohnung sind gewachsen. Nun, da ich die schöne Pavetta anschaue, sehe ich, dass sich das Warten gelohnt hat. Ihr Herren und Ritter, ein Teil von euch ist nach Sintra gekommen, um die Hand der Prinzessin zu beanspruchen. Ich tue euch kund, dass ihr vergebens gekommen seid. Vom Tage ihrer Geburt an gehört Kraft des königlichen Wortes die schöne Pavetta mir. Unter den Gästen brach ein Sturm los. Lenhoek von Strept riss ein Messer aus dem Hammelbraten und fuchtelte damit herum. Krach an Kreid stand gebeugt da und versuchte offensichtlich, ein Brett aus der Tischplatte zu brechen.
Errötet vor Empörung und Zorn stand der Hofmarschall Wissegerd auf. Das ist unerhört! Was für Beweise hast du? Beweise! Das Gesicht der Königin ist der beste Beweis. Pavetta saß reglos da, ohne den Kopf zu heben. In der Luft ballte sich etwas sehr Seltsames zusammen. Das Medaillon des Hexers zerrte unter dem Wams an der Kette. Er sah, wie die Königin einem hinterm Thron stehenden Pagen herbeiwinkte und ihm flüsternd einen kurzen Befehl gab. Welchen konnte Geralt nicht hören. Ihm gab jedoch die Verwunderung zu denken, die sich auf dem Gesicht des Burschen abzeichnete. Dazu die Tatsache, dass der Befehl wiederholt werden musste. Der Page lief zum Ausgang. Aist Tyrsef wandte sich an die Königin. Galante, spricht er die Wahrheit? Und selbst wenn, was dann? Wenn er die Wahrheit spricht, dann muss das Versprechen gehalten werden. Wirklich? Soll ich das so auffassen, dass dir alle Versprechen derart wenig gelten? Darunter auch die, die sich mir so gut eingeprägt haben? Aist, das ist etwas anderes. Wirklich? Unverhofft sprang Krach an Kret auf. Ach du Hundesohn! Der letzte Dummkopf, der behauptete, ich hätte etwas vergebens getan, ist als Futter für die Krabben am Grunde der Alenka-Bucht gelandet. Ich bin nicht von Skellige hierher gekommen, um mit leeren Händen zurückzukehren. Da hat sich vielleicht ein Rivale gefunden, so ein Hurensohn. Hey da, jemand soll mir mein Schwert bringen und gebt auch sofort diesem Idioten eins. Dann wird sich zeigen, wer... Ob du vielleicht den Mund hältst, Krach? Dreckbondu, ich übertrage dir die Verantwortung für das weitere Betragen des königlichen Neffen. Auch Reinfahren von Atre erhob sich. Willst du auch mich zum Schweigen bringen, Tyrsech? Wer wird es wagen, mir zu verwehren, dass ich mit Blut die Schmach abwasche, die hier meinem Fürsten widerfährt? Und seinem Sohne Windhalm, dem einzigen, dem Hand- und Lagerstadt Pavettas zustehen? Bringt die Schwerter, sofort! Auf der Stelle werde ich diesem Igel oder wie er sich nennt, zeigen, wie wir in Atre derlei Beleidigungen rächen. Ob sich wohl jemand oder etwas findet, was mich daran zu hindern vermöchte? Gewiss. Die Rücksicht auf die guten Sitten. Es schickt sich nicht, hier einen Kampf anzufangen oder jemanden herauszufordern, ohne zuvor das Einverständnis der Hausherrin zu erlangen. Ist das denn der Thronsaal von Zintra oder ein Wirtshaus, wo man einander in die Schnauze hauen und mit den Messern traktieren kann, wann immer man Lust hat? Wieder fingen alle an, einander zu überschreien, zu fluchen und mit den Armen zu fuchteln. Das Durcheinander endete wie abgeschnitten, als im Saal plötzlich das kurze, wütende Brüllen eines rasenden Auerochsen ertönte. Gockling stand auf. So. Aist hat sich geirrt. Das sieht nicht einmal mehr nach einem Wirtshaus aus. Das ist eher eine Menagerie. Deshalb war hier auch der Stier angebracht. Hohe Kalante, erlaube, dass ich meine Ansicht zu dem Problem äußere, das wir hier haben. Wie ich sehe, haben viele Leute ihre Ansichten zu diesem Problem und äußern sie sogar ohne meine Erlaubnis. Sonderbar. Warum interessiert euch nicht die meine? Meine eigene Ansicht ist, dass mir eher dieses verdammte Schloss auf den Kopf fallen wird, als dass ich Pavetta diesem komischen Kerl gebe. Ich denke nicht im Mindesten daran... Rögenos Schwur kümmert mich so viel wie der Schnee vom vorigen Jahr. Und was dich betrifft, Igel, so überlege ich mir noch, ob ich Krach oder Reinfahren erlauben werde, mit dir die Klingen zu kreuzen. Oder ob ich dich einfach aufhängen lasse.
Wenn du mir ins Wort fällst, beeinflusst du meine Entscheidung nachhaltig. Geralt, noch immer vom Zittern des Medaillons beunruhigt, sah sich im Saal um und traf plötzlich auf den Blick aus Pavettas Augen. Smaragdgrün, wie die ihrer Mutter. Die Prinzessin verbarg sie nicht mehr unter den langen Wimpern. Sie ließ den Blick zwischen Moissac und dem Hexer schweifen, ohne die anderen zu beachten. Moissac wand sich, niedergebeugt, und murmelte etwas. Gogokling, der noch immer stand, krächzte bedeutungsvoll. Rede, aber zur Sache und halbwegs kurz. Zu Befehl, Königin. Hohe Kalante und ihr Ritter. Fürwahr, eine sonderbare Forderung hat Igel von Erlenwald an König Rögener gerichtet. Eine sonderbare Belohnung hat er verlangt, als der König erklärte, ihm jeden Wunsch erfüllen zu wollen. Doch wir wollen nicht so tun, als hätten wir noch nicht von solchen Forderungen gehört. Vom uralten Gesetz der Überraschung. Von dem Preis, den derjenige fordern kann, der jemandem in scheinbar hoffnungsloser Lage das Leben rettet. Der einen scheinbar aussichtslosen Wunsch erfüllt. Du sollst mir geben, was dir daheim zuerst entgegenkommt. Ihr wisst, das kann ein Hund sein, ein Hellebardenträger am Tor, sogar die Schwiegermutter, die darauf brennt, den heimkehrenden Schwiegersohn anzuschnauzen. Oder du sollst mir geben, was du daheim vorfindest und nicht erwartet hast. Nach langer Reise, ihr edlen Herren, und unerwarteter Rückkehr, ist das für gewöhnlich ein Buhle im Bett der Frau. Doch mitunter ist es auch ein Kind. Ein Kind von der Vorsehung auserwählt. Fass dich kürzer, Gogokling. Zu Befehl. Ihr Herren, habt ihr nicht von Kindern gehört, die von der Vorsehung auserwählt sind? Ist nicht der legendäre Held Zartret Voruta als Kind zu den Zwergen gegeben worden, weil er der Erste war, den der Vater bei der Rückkehr aus der Festung traf? Und der verrückte Day, der von einem Reisenden verlangte, er solle ihm geben, was er zu Hause zurückgelassen hatte, ohne davon zu wissen? Dieses Überraschungskind war der berühmte Supre, der später den verrückten Day von dem Fluch befreite, der auf ihm lastete. Denkt auch an Civelena, die mit Hilfe des Gnoms Rumpelstilt Königin von Metina wurde und ihm dafür ihr erstes Kind versprach. Civelena hielt ihr Versprechen nicht, als Rumpelstilt seine Belohnung holen kam und zwang ihn mit Zauberei zur Flucht. Kurze Zeit darauf starb sie mit ihrem Kind an einer Seuche. Man spielt nicht unbestraft mit der Vorsehung. Mach mir keine Angst, Gogokling. Es wird Mitternacht. Die Zeit der Ängste. Weißt du noch mehr Legenden aus deiner zweifellos schweren Kindheit? Wenn nicht, dann setz dich. Ich bitte um die Gnade, noch stehen bleiben zu dürfen. Ich möchte alle an noch eine Legende erinnern. Es ist eine alte, vergessene Legende. Wir haben sie wohl alle in unserer schweren Kindheit gehört. In dieser Legende haben Könige ihre Versprechen gehalten. Uns arme Vasallen aber verbindet mit den Königen nur das königliche Wort. Auf ihm beruhen Verträge, Bündnisse, unsere Privilegien, unsere Lehen. Und sollen wir an alledem zweifeln? An der Unverbrüchlichkeit des königlichen Wortes zweifeln? Abwarten, bis es so viel bedeutet wie der Schnee vom vorigen Jahr? Fürwahr, wenn es so sein soll, dann erwartet uns nach schwerer Kindheit ein schweres Alter. Auf wessen Seite stehst du, Gogokling? Still! Er soll sprechen. Dieser bescheuerte Gackerer beleidigt die Majestät. Baron von Teck hat recht. Still! Lasst ihn ausreden. Dankeschön. Doch ich bin schon fertig. Gogokling verneigte und setzte sich. Wie auch nach und nach alle anderen aufgestandenen Gäste.
meine Herren, euch gebührt eine Erklärung. Ja, dieser Igel spricht die Wahrheit. Rögener hat ihm wirklich das gelobt, was er nicht erwartete. Anscheinend war unser unvergesslicher König in Frauendingen ein rechter Tropf und konnte nicht bis 9 zählen. Und mir hat er die Wahrheit erst auf dem Totenbett gestanden. Denn er wusste, was ich mit ihm gemacht hätte, wenn er diesen Schwur früher eingestanden hätte. Er wusste, wozu eine Mutter imstande ist, über deren Kind so leichtfertig verfügt wird. Gogokling aber... Nun ja, Gogokling hat mich daran erinnert, dass ich keine Mutter bin, sondern eine Königin. Also gut, als Königin werde ich morgen den Rat einberufen. Zintra ist keine Tyrannei. Der Rat wird entscheiden, ob der Schwur des toten Königs über das Schicksal der Thronfolgerin geht. Er wird beschließen, ob sie und der Thron einem Dahergelaufenen gehören sollen oder ob nach den Interessen des Königreichs verfahren werden soll. Kalante verstummte für einen Moment und warf Geralt einen schrägen Blick zu. Was aber die edlen Ritter angeht, die in der Hoffnung auf die Hand der Prinzessin nach Zintra gekommen sind, ich kann nur mein Bedauern über die schwerwiegende Missachtung und Entehrung ausdrücken, die sie hier erfahren haben. Über das Gespött, dem sie ausgesetzt wurden. Es ist nicht meine Schuld. Bei allen Göttern der See, das schickt sich nicht. Das ist offensichtlich eine Anstachelung zum Blutvergießen. Kalante, du hättest sie einfach... Sei still, Eist! Sonst gerate ich in Zorn! Moissachs schwarze Augen blitzten, als der Druide mit ihnen auf Reinfahren von Atre wies, der im Begriff war, sich zu erheben, das Gesicht finster und verzerrt. Geralt reagierte sofort, kam ihm zuvor, stand als erster auf und ließ dabei laut den Stuhl poltern. Vielleicht wird es nicht nötig sein, den Rat einzuberufen. Alle verstummten und schauten ihn verwundert an. Geralt spürte den smaragdgrünen Blick Pavettas auf sich ruhen, den Blick Igels unter dem Gitter des Visiers hervor. Er spürte auch die wie eine Flutwelle anschwellende Kraft, die in der Luft hing. Er sah, wie unter dem Einfluss dieser Kraft der Rauch der Fackeln und Leuchter fantastische Gestalten anzunehmen begann. Er wusste, dass auch Moissach es sah. Er wusste aber auch, dass kein anderer es sah. Ich habe gesagt, dass es vielleicht nicht nötig sein wird, den Rat einzuberufen. Du verstehst, was ich meine, Igel von Erlenwald. Ich verstehe es. Ich bin ja nicht dumm. Ich habe gehört, was die gnädige und edle Frau Kalante eben gesagt hat. Sie hat eine hervorragende Methode gefunden, mich loszuwerden. Ich nehme deine Herausforderung an, unbekannter Ritter. Ich kann mich nicht entsinnen, dich herausgefordert zu haben. Ich habe nicht vor, mich mit dir zu duellieren, Igel von Erlenwald. Geralt! Kalante vergaß, den Hexer mit wohlgeborener Ravix anzureden. Überspann den Bogen nicht! Stell meine Geduld nicht auf die Probe! Und meine auch nicht! Alle haben gehört, wie Baron von Tick von den ruhmreichen Helden erzählt hat, die Kraft ebensolcher Schwüre, wie ihn Igel dem König Rögener abverlangt hat, ihren Eltern weggenommen wurden. Warum aber? Wozu verlangt jemand derlei Schwüre? Du kennst die Antwort, Igel von Erlenwald. Solch ein Schwur vermag ein mächtiges, unzerreißbares Band der Vorsehung zwischen demjenigen zu knüpfen,
der den Schwur entgegennimmt, und dem Gegenstand des Schwurs, dem unerwarteten Kind. So ein Kind, vom blinden Schicksal auserwählt, kann zu ungewöhnlichen Dingen vorherbestimmt sein. Es kann imstande sein, eine unerhört wichtige Rolle im Leben dessen zu spielen, mit dem das Schicksal es verbindet. Eben darum, Igel, hast du von Rögener den Preis verlangt, den du heute einforderst. Du willst nicht den Thron Zintras. Du willst die Prinzessin mitnehmen. Es ist genau wie du sagst, unbekannter Ritter. Eben dies fordere ich. Gebt mir diejenige, die mir vorherbestimmt ist. Das muss ich noch zeigen. Du wagst es daran zu zweifeln, nachdem die Königin die Wahrheit meiner Worte bestätigt hat? Nach dem, was du eben erst selbst gesagt hast? Ja, denn du hast uns nicht alles gesagt. Rögener kannte die Macht, die dem Gesetz der Überraschung innewohnt, und das Gewicht des Schwurs, den er leistete. Und er legte ihn ab, weil er wusste, dass die Macht, die solche Schwüre beschützt, Recht und Sitte wahrt. Die Macht, die darüber wacht, dass sie nur dann erfüllt werden, wenn die Kraft der Vorsehung sie bestätigt. Ich behaupte, Igel, dass du vorerst keinerlei Anspruch auf die Prinzessin hast. Du erwirbst ihn erst, wenn... Wenn was? Wenn die Prinzessin selbst bereit ist, mit dir zu gehen. So legt es das Gesetz der Überraschung fest. Das Einverständnis der Kinder, nicht der Eltern, bestätigt den Schwur, beweist, dass das Kind wirklich im Schatten der Vorsehung geboren wurde. Darum bist du nach 15 Jahren zurückgekehrt, Igel. Denn an diese Bedingung hat König Rögener den Schwur geknüpft. Wer bist du? Ich bin Geralt von Riva. Wer bist du, Geralt von Riva, dass du in Fragen von Recht und Sitte urteilen willst? Auch der Druide Moissac erhob sich. Er kennt dieses Recht besser als sonst einer. Denn auf ihn wurde es einst angewendet. Er ist einst aus dem Elternhaus fortgenommen worden. Denn er war es, den sein Vater bei der Rückkehr nicht zu Hause erwartet hatte. Er war zu etwas anderem vorherbestimmt. Und durch die Kraft der Vorsehung ist er der geworden, der er ist. Und wer ist er? Ein Hexer. In der eintretenden Stille ertönte vom Wachturm her die Glocke und verkündete mit trockenem Klang Mitternacht. Alle zuckten zusammen und wandten die Köpfe. Moissac, der Geralt anschaute, machte eine seltsame, überraschte Miene. Doch am auffälligsten zuckte Igel zusammen. Er regte sich unruhig. Die Hände in den eisernen Handschuhen sanken ihm kraftlos herab. Der stachelige Helm schwankte unsicher. Die seltsame, unbekannte Kraft, die den Saal wie grauer Nebel erfüllte, verdichtete sich schlagartig. Das ist wahr. Der hier anwesende Geralt von Riva ist ein Hexer. Sein Beruf verdient Achtung und Anerkennung. Er hat sich der Aufgabe gewidmet, uns vor den Ungeheuern und Alpen zu schützen, die die Nacht gebiert, die böse, den Menschen schädliche Kräfte aussenden.
Er tötet alle Schreckgestalten und Monster, die uns in Wäldern und Schluchten auflauern. Auch jene, die die Stirn haben, in unsere Wohnstätten zu kommen. Und so mag jetzt dem Gesetz Genüge getan werden. Mag sich der Schwur erfüllen, dessen Erfüllung du forderst, Igel von Erlenwald. Es hat Mitternacht geschlagen. Dein Gelübde bindet dich nicht mehr. Öffne das Visier. Ehe meine Tochter ihren Willen kundtut, ehe sie über ihre Bestimmung entscheidet, soll sie dein Gesicht sehen. Wir alle wollen dein Gesicht sehen. Igel von Erlenwald hob langsam die gepanzerte Hand, ließ die Bänder schnappen, fasste den Helm an dem eisernen Horn und nahm ihn ab, ließ ihn krachend zu Boden fallen. Auf dem Gesicht der Königin erschien ein böses, sehr böses Lächeln. Das Lächeln grausamen Triumphs. Über dem breiten, gebogenen Blech des Brustpanzers schauten zwei hervorstehende schwarze Knöpfe von Augen sie an, zu beiden Seiten des von rötlichem Fell bedeckten, länglichen, stumpf endenden Rüssels, der mit zitternden Schnurrhaaren besetzt und voller scharfer weißer Hauer war. Kopf und Hals der mitten im Saal stehenden Gestalt waren mit kurzen, grauen, beweglichen Stacheln übersät. So sehe ich aus. Was du genau wusstest, Kalante. Als Rögener von dem Abenteuer erzählte, das ihm in Erlenwald widerfahren war, muss er beschrieben haben, wem er das Leben verdankte, dem er, trotz seines Aussehens, jenen Schwur geschworen hat. Gut hast du dich auf meine Ankunft vorbereitet, Königin. Deine hochmütige und abscheuliche Weigerung, Wort zu halten, haben deine eigenen Vasallen zurückgewiesen. Als der Versuch, andere Attentäter auf mich zu hetzen, misslang, hattest du noch einen Hexer als Mörder in petto, der zu deiner Rechten sitzt, stets zur Hand. Und zum Schluss ein gemeiner, niederer Betrug. Du wolltest mich demütigen, Kalante. Wisse, dass du dich selbst gedemütigt hast. Genug! Kalante stand auf, stemmte die geballte Faust in die Hüfte. Machen wir Schluss damit! Pavetta! Du siehst, wer... oder besser, was vor dir steht und Anspruch auf dich erhebt. Getreu dem Gesetz der Überraschung und uraltem Brauch zufolge, liegt die Entscheidung bei dir. Antworte. Es genügt ein Wort von dir. Sage ja, und du wirst Eigentum, Beute dieses Ungeheuers. Sage nein, und du wirst ihn nie mehr zu Gesicht bekommen. Die im Saale zusammengeballte Kraft presste wie ein eiserner Reif Geralds Schläfen zusammen, rauschte in den Ohren, ließ die Nackenhaare sich sträuben. Der Hexer betrachtete die weißen Fingerknöchel Moissaks, die um die Tischkante gekrampft waren. Das schmale Rinnsal von Schweiß, das der Königin übers Gesicht lief. Die Brotkrümel auf dem Tisch, die sich wie Würmer bewegten und Runen formten, die zerfielen und sich wieder zu einem deutlichen Wort sammelten. Vorsicht! Pavetta! Antworte! Willst du mit diesem Geschöpf gehen? Pavetta hob den Kopf. Ja. Kalante ließ sich langsam, sehr langsam auf den Thron sinken. Ihr Gesicht
war völlig ausdruckslos. Ihr habt es alle gehört. Auch du, Kalante. Und du, Hexer, listiger, gedungener Mörder. Meine Rechte sind bewiesen worden. Wahrheit und Vorsehung haben über Lüge und Winkelzüge gesiegt. Was bleibt euch, edle Königin, verkleideter Hexer? Der blanke Stahl? Am liebsten würde ich diesen Ort zusammen mit Pavetta sofort verlassen. Doch ich werde mir ein gewisses Vergnügen nicht versagen. Du, Kalante, wirst deine Tochter hierher führen, wo ich stehe, und ihre weiße Hand in meine Hand legen. Kalante wandte den Kopf langsam dem Hexer zu. In ihren Augen lag ein Befehl. Geralt rührte sich nicht. Er spürte, wie sich die sich in der Luft sammelnde Kraft auf ihn konzentrierte. Nur auf ihn. Er wusste schon Bescheid. Die Augen der Königin verengten sich, ihre Lippen zitterten, als plötzlich Krach an Kret aufsprang. Was? Was soll das? Ihre weiße Hand? In seine Hand? Die Prinzessin mit diesem stachligen Stinktier? Mit diesem Schweinerüssel? Und ich wollte mit ihm wie mit einem Ritter kämpfen. Mit dieser Schreckgestalt, diesem Vieh. Werft ihn den Hunden vor, den Hunden! Wache! Dann ging alles ganz schnell. Krach an Kret packte ein Messer vom Tisch, warf krachend den Stuhl um. Getreu dem Befehl Eistürsechs hieb ihm Drake Bondu, ohne zu überlegen, mit ganzer Kraft die Pfeifen des Dudelsacks ins Genick. Krach schlug auf den Tisch zwischen einem Stör in grauer Soße und die krummen Rippen, die von einem gebratenen Wildschwein übrig geblieben waren. Reinfahren stürzte auf Igel zu und ließ ein aus dem Ärmel gezogenes Stilett aufblitzen. Gokokling sprang hoch und stieß ihm mit einem Fußtritt den Schemel genau vor die Füße. Reinfahren setzte geschickt über das Hindernis, doch die geringe Verzögerung hatte genügt. Igel verwirrte ihn mit einer kurzen Finte und ließ ihn mit einem mächtigen Schlag der gepanzerten Faust in die Knie sinken. Gokokling sprang hinzu, um Reinfahren das Stilett aus der Hand zu reißen. Doch ihn hielt Prinz Windhelm zurück, der sich ihm wie ein Bluthund ans Bein hängte. Vom Eingang her kam die Wache gelaufen, mit Hellebarden und Gläfen bewaffnet. Kalante, drohend aufgerichtet, wies mit heftiger, gebieterischer Geste auf Igel. Tötet ihn! Nein! Alle sprangen auf, ohne recht zu wissen, was sie tun sollten. Igel wandte sich den angreifenden Wächtern zu. Er war ohne Waffen, doch in stachligen Stahl gehüllt, von dem die Spitzen der Gläfen klirrend abprallten. Der Aufprall warf ihn jedoch nach hinten, gerade auf den aufstehenden Reinfahren, der ihn fesselte, indem er ihn an den Beinen packte. Igel wehrte mit den eisernen Armschienen die Schwerthiebe ab, die auf seinen Kopf herniederprasselten. Reinfahren stieß mit dem Stilett nach ihm, doch die Klinge glitt an den Platten des Brustpanzers ab. Die Wachsoldaten drückten Igel mit gekreuzten Lanzenschäften gegen den kunstvoll behauenen Kamin. Reinfahren, der ihm am Gürtel hing, fand einen Spalt im Panzer und stieß den Dolch hinein. Igel krümmte sich zusammen. Duni! Pavetta sprang panisch auf ihren Stuhl. Reinfahren holte mit dem Stilett zum nächsten Stoß auf Igel aus. Als sich Geralt, der mit dem Schwert in der Hand über den Tisch gehastet war, dazwischen warf. Er ging in die Knie und hieb zu.
Reinfahren zog sich zur Wand zurück. Der Hexer wirbelte herum und schlug mit der Mitte der Klinge einen Wachsoldaten, der versuchte, das scharfe Blatt einer Gläfe zwischen Igels Schurz und Brustpanzer zu rammen. Der Soldat fiel zu Boden und verlor den flachen Helm. Vom Eingang her kamen die Nächsten gelaufen. Das schickt sich nicht! Eistürsech griff nach einem Stuhl. Mit Schwung hieb er das störrische Möbel auf den Boden und mit dem, was er in der Hand behielt, stürzte er den Neuankömmlingen entgegen. Ein dritter Wächter sprang herbei, die Gläfe zum Stoß auf den wankenden Igel erhoben. Geralt deckte den Verletzten, traf den Wächter mit der äußersten Spitze des Schwertes an der Schläfe. Zwei Hellebardenträger sprangen fort und ließen ihre Waffen fallen. Die von der Tür her gekommen waren, wichen vor dem Stück Stuhl zurück, das in Aists Hand hin und her pfiff, wie das Zauberschwert Balmur in der Rechten des legendären Zartret Voruta. Igel konnte nicht mehr stehen bleiben. Die Hand an seinen blutbeschmierten Panzer gepresst, wankte er immer stärker, taumelte und fiel schließlich polternd um. Pavetta sah alles mit an. Geralt spürte plötzlich das immer stärkere Aufflammen der im Saal zusammengeballten Kraft, deren Quelle nun ganz eindeutig Pavetta war. Der Hexer ahnte, was bevorstand. Er ließ sich platt zu Boden fallen und erspähte einen grünlichen Blitz. Er fühlte einen schrecklichen Schmerz in den Ohren, hörte ein furchteinflößendes Tosen und dann den gleichmäßig anhaltenden, vibrierenden Schrei der Prinzessin. Der Tisch stieg wirbelnd hoch und verstreute ringsum Geschirr und Speisen. Die schweren Stühle flogen durch den Saal und zerschellten an den Wänden. Gobelins und Arazi flatterten und ließen Staubwolken aufschieben. Vom Eingang her drangen Poltern, Schreie und das trockene Knacken der Hellebardenschäfte, die wie Stöckchen zerbrachen. Der Thron mitsamt der darauf sitzenden Calante sprang hoch und schoss wie ein Pfeil durch den Saal, traf krachend auf die Wand und zerschellte. Die Königin sank kraftlos wie eine Stoffpuppe in sich zusammen. Aistürsech, der sich kaum noch auf den Beinen hielt, sprang zu ihr hin, fasste sie um die Schultern und beschirmte sie mit dem eigenen Körper vor dem auf Wand und Fußboden prasselnden Hagelschauer. Geralt umklammerte sein Medaillon und kroch so schnell wie nur möglich nach der Seite, wo Moissac, der sich durch wer weiß welches Wunder noch auf den Knien hielt, statt auf dem Bauch zu liegen, eine kurze Zauberrute aus einem Weißdornzweig hochhielt. Auf dem Ende der Rute steckte ein Rattenschädel. An der Wand hinter dem Rücken des Druiden stand ein Gobelin, der Belagerung und Brand der Festung Ortagor darstellte, in echten Flammen. Pavetta drehte sich hin und her und hieb mit ihrem Schrei wie mit einem Knüppel auf alles und jeden ein. Wer von den am Boden liegenden aufzustehen versuchte, wurde umgeworfen und gegen die Wand gerollt oder geschleudert. Vor Geralds Augen griff eine große silberne Soßenschüssel in Form einer vielrudrigen Galeere mit hochgezogenem Heck durch die Luft und stieß den Heerführer mit dem schwer zu behaltenden Namen von den Füßen. Von der Decke rieselte leise der Putz. Unter der Decke kreiste der Tisch. Geralt war bis zu Moissac gekrochen. Beide gingen hinter einem Hügel in Deckung, den von unten her gezählt Ekel von Strept, ein Bierfässchen, Philodor, ein Stuhl und Philodors Laute bildeten. Das ist reine ursprüngliche Kraft.
Sie hat keine Gewalt darüber. Ich weiß. Man muss sie aufhalten. Die Wände beginnen zu reißen. Ich seh's. Fertig? Ja. Eins, zwei, drei. Sie schlugen gleichzeitig zu. Geralt mit dem Zeichen Art, Moissac mit einem schrecklichen dreifachen Zauberspruch, der anscheinend um ein Haar den Fußboden schmelzen ließ. Der Stuhl, auf dem die Prinzessin stand, zersprang in Stücke. Pavetta schien es nicht zu bemerken. Sie blieb in der Luft hängen, inmitten einer durchsichtigen grünen Sphäre. Ohne im Schrein innezuhalten, wandte sie ihnen den Kopf zu. Und ihr fein geschnittenes Gesichtchen verzerrte sich plötzlich zu einer bösen Grimasse. Bei allen Dämonen! Achtung! Blockiere sie, Moissac! Blockiere, sonst ist aus mit uns! Der Tisch krachte schwer zu Boden, zerschmetterte den Kreuzstab und alles, was sich unter ihm befand. Der auf dem Tisch liegende Krach an Kret sprang flach hoch an die drei Ellen. Ringsum ging ein schwerer Regen von Geschirr und Speiselästen nieder. Am Boden zersprangen Kristallkaraffen. Ein von der Mauer abgerissener Sims stürzte donnernd herab und ließ das Schlösschen in den Grundfesten erzittern. Moissac zielte mit der Rute auf die Prinzessin, während Geralt mit einem Schwerthieb eine geradewegs auf den Druiden zufliegende zweizinkige Gabel beiseite schlug. Die setzt alles frei! Sie setzt alles frei! Die ganze Kraft kommt jetzt über uns! Blockiere, Moissac! Die smaragdfarbenen Augen schleuderten ihnen zwei grüne Blitze entgegen. Die Blitze verschlangen sich zu blendend hellen, wirbelnden Trichtern, zu Strudeln, aus deren Inneren die Kraft auf sie einstürmte, wie ein Rambock die Schädel sprengte, die Augen verlöschen, den Atem stocken ließ. Durch Krachen, Poltern und Bersten, durch Pavettas Geheul hindurch, hörte der Hexer plötzlich den schrecklichsten Laut, den er jemals vernommen hatte. Zu Boden gekauert, würgte Gogokling mit Armen und Knien den Dudelsack von Dus. Er selbst aber hatte den Kopf zurückgeworfen und überschrie die ungeheuerlichen Töne, die aus dem Sack drangen. Heulte und brüllte, quietschte und kreischte, blökte und piepste, in einem Gemisch aus den Stimmen aller bekannten und unbekannten, zahmen, wilden und mythischen Tiere. Pavetta verstummte verblüfft und blickte den Baron aus weit aufgerissenen Augen an. Die Kraft ließ schlagartig nach. Moissac fuchtelte mit der Rute. Jetzt! Jetzt, Hexer! Sie schlugen zu. Die grünliche Sphäre, die die Prinzessin umgab, platzte unter dem Hieb wie eine Seifenblase. Das Vakuum schluckte augenblicklich die im Saal wütende Kraft. Pavetta plumpste schwer zu Boden und begann zu weinen. Nach einem Augenblick der Stille, die nach dem eben noch tosenden Pandemonium in den Ohren klang, durch Trümmer und Verwüstung, durch zerbrochene Möbel und ohnmächtige Körper, begannen mit Mühe Stimmen zu dringen. Unter anderem die Fluchende von Krach an Kret, der Blut von der zerbissenen Lippe ausspuckte. Kuach ob Ase! Guli Badreik! Malankuach! Beherrsch dich, Krach. Hier sind Frauen. Moissac wischte Grützbrei von der Vorderseite seines Gewandes.
Aist Türsech konnte nur in den Pausen zwischen den Küssen sprechen. Die Königin schlug die Augen auf, versuchte aber nicht, sich aus seiner Umarmung zu befreien. Aist, die Leute schauen her. Sollen sie doch. Der Hofmarschall Wissegerd kroch unter einem heruntergerissenen Arazzo hervor. Kann mir mal jemand erklären, was das war? Nein. Einen Arzt! Windhelm von Atre war über Rheinfahren gebeugt. Wasser! Wasser, schnell! Einer von den Brüdern aus Trept, Lenhuk, erstickte mit dem eigenen Rock die Glut in einem Gobelin. Gockling krächzte. Und Bier! Einige Ritter, die sich noch auf den Füßen halten konnten, versuchten, Pavetta wegzutragen. Die jedoch stieß ihre Hände zurück, stand selbst auf und ging schwankenden Schrittes zum Kamin, an dem mit den Schultern gegen die Wand gelehnt Igel saß und ungeschickt versuchte, sich der blutbefleckten Platten seines Panzers zu entledigen. Moissac schaute zu ihnen hin. Die heutige Jugend fangen früh an, haben weiter nichts im Kopf. Als was? Wie denn, Hexer? Du weißt nicht, dass eine Jungfrau, das heißt eine Unberührte, die Kraft nicht hätte gebrauchen können? Zum Teufel mit ihrer Unschuld. Woher hat sie überhaupt solche Fähigkeiten? Soviel ich weiß, haben weder Kalante noch Rögener. Sie hat's über eine Generation hinweg geerbt. Und wie? Ihre Großmutter Adalia konnte mit einer Bewegung der Augenbraue die Zugbrücke hochgehen lassen. Hey, Geralt, sieh dir das an. Sie hat immer noch nicht genug. Kalante, weiterhin an Aist Türsechs Seite, wies die Wache zu dem verwundeten Igel. Geralt und Moissac gingen rasch hin. Doch es war nicht nötig. Die Wachsoldaten wichen vor der halbliegenden Gestalt zurück. Der monströse Rüssel Igels begann zu verschwimmen, verwischte sich, verlor die Konturen. Eine Welle lief über Stacheln und Borsten und verwandelte sie in schwarz glänzende, gelockte Haare und einen Bart, der ein bleiches, kantiges Männergesicht umrahmte, von einer markanten Nase geziert. Was? Wer ist das? Igel? Duni. Kalante wandte mit zusammengepressten Lippen den Kopf ab. Verwunschen? Aber wie... Es hat Mitternacht geschlagen. Eben, in diesem Augenblick. Der Glockenschlag, den wir zuvor gehört haben, war ein Missverständnis und Irrtum. Des Glöckners. Nicht wahr, Kalante? Richtig. Richtig. Der Mann namens Duni antwortete anstelle der Königin, die übrigens gar nicht zu antworten gedachte. Aber statt mich auszufragen, könnte mir vielleicht jemand helfen, diesen Panzer abzulegen und einen Arzt rufen? Dieser wahnsinnige Rheinfahn hat mich unter die Rippen gestochen. Wozu brauchen wir einen Arzt? Genug. Genug von alledem. Wenn das alles vorbei ist, will ich euch in meinem Zimmer sehen. Alle, wie ihr hier steht.
Aist, Pavetta, Moissac, Geralt. Und du, Duni. Moissac? Ja, Königin? Ob du mit deiner Route... Ich habe mir das Rückgrat gestaucht. Und die Umgebung. Zu Befehl, Königin. Ein Fluch. Von Geburt an. Ich habe nie erfahren, was der Grund war, wer mir das angetan hat. Von Mitternacht bis zum Morgengrauen ein normaler Mensch. Vom Morgen an... Ihr habt gesehen, was. Arkas Park, mein Vater, wollte es geheim halten. In Mecht sind die Leute abergläubisch. Zauberei und Flüche in der Königsfamilie hätten für die Dynastie verhängnisvoll sein können. Einer von Vaters Rittern brachte mich vom Hofe weg, zog mich auf. Zu zweit wanderten wir durch die Welt. Ein fahrender Ritter mit seinem Knappen. Dann, als er starb, zog ich allein weiter. Ich weiß nicht mehr, von wem ich hörte, dass mich ein Überraschungskind von dem Fluch befreien könnte. Kurz darauf begegnete ich Rögner. Den Rest wisst ihr. Den Rest wissen wir, beziehungsweise können wir uns denken. Vor allem, dass du die mit Rögner vereinbarten 15 Jahre nicht abgewartet und meiner Tochter schon vorher den Kopf verdreht hast. Pavetta! Seit wann? Die Prinzessin senkte den Kopf und hob einen Finger. Also bitte! Du kleine Zauberin! Direkt unter meinen Augen! Wenn ich erst herausfinde, wer ihn nachts ins Schloss gelassen hat! Wenn ich mich erst mit den Hofdamen befasse, mit denen du Schlüsselblumen pflücken gegangen bist! Schlüsselblumen, verdammt! Und was soll ich jetzt mit euch machen? Kalante. Gemacht, Türsech. Ich bin noch nicht fertig. Duni, der Fall ist sehr verwickelt. Du bist seit einem Jahr mit Pavetta zusammen. Und was? Nichts. Das heißt, du hast dem falschen Vater das Gelübde abgenommen. Die Vorsehung hat dich gefoppt. Welch eine Ironie, wie der hier anwesende Geralt von Riva zu sagen pflegt. Zum Teufel mit Vorsehung, Gelübden und Ironie. Ich liebe Pavetta und sie liebt mich. Nur das zählt. Königin, du kannst dich unserem Glück nicht in den Weg stellen. Ich kann, Duni. Und ob ich kann. Du hast Glück, dass ich nicht will. Ich bin dir etwas schuldig, Duni. Für jene Sache... Du weißt, ich war entschlossen. Ich muss dich um Verzeihung bitten. Und das tue ich gar nicht gern. Also gebe ich dir Pavetta. Und wir sind quitt. Pavetta, hast du es dir nicht vielleicht anders überlegt? Nein, Mutter. Danke, Herrin. Danke. Du bist eine weise und großmütige Königin. Zweifellos. Und eine schöne. Und eine schöne. Ihr könnt beide in Sintra bleiben, wenn ihr wollt. Das hiesige Volk ist nicht so abergläubisch wie in Mecht und wird sich schnell daran gewöhnen. Übrigens warst du sogar als Igel ganz sympathisch. Du weißt, dass du vorerst nicht mit dem Thron rechnen kannst. Ich gedenke noch eine Weile zu regieren. An der Seite des neuen Königs von Sintra. Der edle Aist Türsech von Skellige
hat mir einen gewissen Antrag gemacht. Kalante. Ja, Aist. Ich bin einverstanden. Ich habe nie zuvor eine Liebeserklärung gehört, während ich in den Trümmern des eigenen Thrones am Boden lag. Aber... Wie hast du gesagt, Duni? Nur das zählt. Und es soll sich lieber niemand meinem Glück in den Weg stellen. Ich rate es im Guten. Und ihr? Was glotzt ihr so? Ich bin noch nicht so alt, wie ihr glaubt, wenn ihr meine fast verheiratete Tochter anseht. Die heutige Jugend. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was brummelst du da, Zauberer? Nichts, Herrin. Das ist gut. Bei der Gelegenheit, Moissac, ich habe ein Angebot für dich. Pavetta wird einen Lehrer brauchen. Sie muss lernen, mit ihrer besonderen Gabe umzugehen. Ich liebe dieses Schloss und würde es vorziehen, wenn es stehen bliebe. Beim nächsten hysterischen Anfall meiner begabten Tochter kann es zusammenfallen. Was meinst du dazu, Druide? Es ist mir eine Ehre. Das will ich meinen. Die Königin wandte das Gesicht zum Fenster. Der Morgen dämmert. Es wird Zeit... Ruckartig drehte sie sich zur Seite um, wo Pavetta und Duni miteinander flüsterten, sich bei den Händen hielten und einander fast mit den Stirnen berührten. Duni? Ja, Königin? Hörst du? Es dämmert. Es ist schon hell. Und du... Geralt schaute Moissac an. Moissac, Geralt. Und beide begannen zu lachen. Was gibt es da zu lachen, ihr Zauberer? Seht ihr nicht? Wir haben darauf gewartet, dass ihr es selbst bemerkt. Ich war neugierig, wann ihr euch ertappen würdet. Wobei? Ihr habt den Fluch gelöst. Ihr habt ihn gelöst. In dem Augenblick, da ihr ausgesprochen habt, ich gebe dir Pavetta, hat sich die Vorherbestimmung erfüllt. Genau. Bei den Göttern. Es ist also endlich soweit. Verdammt. Ich dachte, ich würde mich mehr freuen. Es würden irgendwelche Posaunen ertönen oder so. Die Gewohnheit. Königin, danke. Pavetta, hörst du? Damit kommt alles zum guten Ende. Nicht wahr, Hexer? Der Fluch ist gelöst. Zwei Hochzeiten stehen bevor. Die Reparatur des Thronsaals wird wohl einen Monat dauern. Vier Tote, zahllose Verwundete. Reinfahren von Atre atmet kaum noch. Freuen wir uns. Weißt du, Hexer, dass es einen Augenblick gab, da ich Lust hatte zu befehlen, dich... Ich weiß. Aber jetzt muss ich dir Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ich habe eine Wirkung verlangt. Und die Wirkung ist da. Cintra wird sich mit Skellige verbinden. Meine Tochter bekommt nicht den übelsten Mann. Vor einem Moment dachte ich mir, das wäre alles gemäß der Vorsehung auch so gekommen. Selbst wenn ich dich nicht zu dem Gastmahl geholt und an meine Seite gesetzt hätte. Aber ich habe mich geirrt. Die Vorsehung konnte Reinfahrns Stilett vereiteln. Doch Reinfahren wurde vom Schwert in der Hand eines Hexers aufgehalten. Du hast gute Arbeit geleistet, Geralt. Jetzt die Frage des Preises. Sag, was du verlangst. Gleich. Die Frage des Preises, sagt ihr. Ich bin es, der eine Schuld zu begleichen hat. Mir gebührt es... Unterbrich mich nicht, Schwiegersohn.
Deine Schwiegermutter kann es nicht leiden, wenn man ihr ins Wort fällt. Merk es dir. Und wisse, dass du nichts schuldig bist. Es hat sich so ergeben, dass du eher der Gegenstand des Vertrages warst, den ich mit Geralt von Riva geschlossen habe. Ich habe gesagt, wir sind quitt. Und ich sehe keinen Sinn darin, mich deswegen endlos bei dir entschuldigen zu müssen. Doch mich bindet der Vertrag weiterhin. Also, Geralt, dein Preis. Gut. Ich bitte um deinen grünen Schal, Kalante. Er soll mich immer an die Augenfarbe der schönsten Königin erinnern, die ich kenne. Kalante lächelte und nahm ihr Smaragdkollier ab. Dieses Glitzerding hat Steine vom passenden Farbton. Bewahre es zusammen mit einer guten Erinnerung. Darf ich etwas sagen? Aber ja, Schwiegersohn. Bitte, bitte. Ich behaupte weiterhin, dass ich in deiner Schuld stehe, Hexer. Es war mein Leben, das von Reinfans Stilett bedroht wurde. Mich hätten die Wächter aufgespießt, wärst du nicht gewesen. Wenn von irgendeinem Preis die Rede ist, so habe ich ihn zu zahlen. Ich gelobe, dass ich dazu bereit bin. Was verlangst du, Geralt? Duni, ein Hexer, dem solch eine Frage gestellt wird, muss bitten, dass man sie wiederholt. Also wiederhole ich sie. Denn siehst du, ich stehe noch aus einem anderen Grund in deiner Schuld. Als ich dort im Saal erfuhr, wer du bist, habe ich dich gehasst und sehr schlecht von dir gedacht. Ich hielt dich für ein blindes, blutrünstiges Werkzeug, für jemanden, der gedanken- und gefühllos tötet, das Blut von der Klinge wischt und das Geld zählt. Doch ich habe mich überzeugt, dass der Beruf des Hexers wirklich Achtung verdient. Du schützt uns nicht nur vor dem Bösen, das im Dunkel lauert, sondern auch vor dem, das in uns selbst steckt. Schade, dass es von euch so wenig gibt. Gut hat mein Schwiegersohn gesprochen. Ich muss dem noch zwei Worte hinzufügen. Genau zwei. Entschuldige, Geralt. Ich aber wiederhole es. Was verlangst du, Geralt? Duni, Kalante, Pavetta und du, rechtschaffener Ritter Tyrsech, künftiger König von Cintra. Um Hexer zu werden, muss man im Schatten der Vorsehung geboren sein. Und sehr wenige werden darin geboren. Darum sind wir so wenige. Wir werden älter, kommen um. Und wir haben niemanden, an den wir unser Wissen, unsere Fähigkeiten weitergeben könnten. Es mangelt uns an Nachfolgern. Die Welt aber ist voll des Bösen, das nur darauf wartet, dass wir nicht mehr da sind. Geralt? Ja, ihr habt recht, Majestät. Duni, du sollst mir geben, was du schon hast, ohne davon zu wissen. In 6 Jahren kehre ich nach Cintra zurück, um zu sehen, ob mir die Vorsehung gnädig war. Mit diesen Worten drehte sich der Hexer um und verschwand durch die Tür aus dem Raum. Pavetta,
du bist doch nicht etwa... Pavetta! Bist... Bist du... Die Prinzessin schlug die Augen nieder und errötete. Dann gab sie die Antwort.